Ich lese. Ich mache mal gerade die Tür zu. Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im Kapitel Genetik. Und der Inhalt dieses Buchs ist zweifelhaft. Spätestens im Kapitel Genetik steht nur noch Scheiße. Kapitel 5 Genetik 5.3 Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität 6. Absatz. Ferguson 2010 legt in seiner Arbeit dieselbe Definition von Antisozialität wie Rhee und Waldman 2002 zugrunde. Allerdings schloss er Untersuchungen aus, die vor 1996 durchgeführt worden waren, und legte strengere methodologische Kriterien, bei mir heißt es methodologische, ist ganz nah an der Theologie, Kriterien an. Seine Analyse ergab eine Erblichkeitsrate von 0,56 an der Stelle. Werden hier normalerweise Korrelationen gemessen und jetzt ist es auf einmal eine Rate, das ist was vollkommen anderes. Ein Einfluss gemeinsamer Umweltvariablen von Punkt 1,1, das wäre wieder die Korrelation, und ein Einfluss getrennter Umweltvariablen Punkt 3,1. Hier werden Raten mit Korrelationen verglichen. Kinder wiesen eine höhere Erblichkeitsrate auf als Erwachsene, was dem Ergebnis von Rhee und Waldman 2002 entsprach. Im Gegensatz zu Rhee und Waldman 2002 war der Einfluss gemeinsamer Umweltfaktoren derselbe. So, das Buch ist zweifelhaft, hier steht nur noch Scheiße. Möchte ich an der Stelle immer, immer wieder sagen. So, was kommt dann der nächste Absatz? Tschüss.